Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing auf meinem Kanal. Und was soll ich sagen? Triratra. Nein, das war falsch. Triratrari. Nee, triratradra. Taritrara. Egal, die Post war da. Was soll ich euch sagen? Und die Post hat mir wieder Wundervolles von Karat Art gebracht. Es war ja ein bisschen ruhiger, hing aber damit zusammen, dass Karat Art natürlich auch auf seine Ware warten musste. Und natürlich, ja, manchmal braucht es halt ein bisschen länger, aber dafür ist es dann umso schöner. Und ich habe heute was ganz, ganz Tolles für euch mitgebracht. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann bleibt bitte einfach dran. Und ja, ihr könnt euch gerne was zu essen und zu trinken holen, aber wir machen auf jeden Fall gleich weiter. Was soll ich euch sagen nach dem Fehl im Vorspann? Ich weiß nicht. Irgendwie hatte ich es anders in meinem Kopf, als es hinterher rausgekommen ist. Aber ist ja egal. Auf jeden Fall hat die Post mir was Wundervolles mitgebracht. Und zwar dieses schöne Paket mit einem Bild in, lasst mich doch mal gucken, 51x68. Oh, wir werden heute schon wieder ein bisschen größer. Aber es ist ein wunderschönes Bild aus der Kollektion. Ich kann euch gar nicht sagen, wie die Kollektion heißt. Doch kann ich euch sagen, indem ich kurz mal auf mein Handy spieker, weil ich mir tatsächlich einen Screenshot gemacht habe und euch sagen kann, wie die Kollektion heißt. Die heißt Kimono Beauties. Also Kimono Beauties ist eher was so asiatisch angehaucht. Also Kimono ist ja eher so asiatisch, japanisch. Also wir haben Schönheiten, die aus dem asiatischen Bereich kommen. Und dieses Bild passt auf jeden Fall definitiv richtig gut da rein. Und ich finde halt auch perfekt für dieses Jahr. Jeder, der sich so ein bisschen mit den asiatischen Jahreskalender beschäftigt hat, weiß, dass wir dieses Jahr das Jahr des Drachen haben. Und tatsächlich, das soll ich euch sagen, ihr werdet es gleich sehen, ich packe das gute Stück mal aus, was wir da drauf haben. Jeder kann sich dann schon denken, wenn ich so diesen kleinen Exkurs mache, wir haben irgendwas mit Drachen da drauf. Was genau? Und wieso denn auch Beauties? Also, naja, wir schauen mal. Ihr werdet es aber schon im Thumbnail gesehen haben. Wenn nicht, dann pausiert noch mal kurz, dann könnt ihr es noch mal sehen. Oder könnt ihr es schon sehen. Ansonsten, ich verlinke euch das Bild natürlich auch unten drunter. Aber ich war erst am Überlegen, bis ich das so gesehen habe. Ich denke so, ah, wie cool ist das denn? Das Bild. Und dann habe ich mir dieses Bild ausgesucht, was ich euch jetzt auch vorstellen darf. Also, das ist erstmal das Bild. Da kommt auf jeden Fall die Steinchen raus. Ah, hier. Ich habe gerade geguckt, ob die einzeln rauskommen, aber die waren an den Steinen dran. Wir haben noch einmal ein bisschen Wachs und ein bisschen Washi-Tape. Diese zwei Sachen sind Verbrauchsmaterialien und bei Karat Art immer in den Toolkits, in den Standard-Kits mit da drin. Beziehungsweise in den Standard-Kits, in den Künstlerkollektionen. Ich weiß nicht, ob in der Standard-Kollektion auch die Toolkits nicht drin sind. Nichtsdestotrotz sind keine Toolkits per se mit drin. Wenn ihr ein Toolkit braucht, müsst ihr das bitte extra mit dazu bestellen. Finde ich sehr gut, weil das sind so Verbrauchssachen, die braucht man eigentlich immer, wenn man Bild paintet. Irgendwann geht das Wachs auch alle, wenn man irgendwann keins mehr hat. Und Washi-Tape zum Einteilen geht auch immer. Deswegen die beiden Sachen zum Verbrauchen. Finde ich auch super gut, dass die immer mit dabei sind. Ansonsten Stift, Schiffchen kann man weglassen und das finde ich auch gut. Produziert auf jeden Fall viel, viel weniger Müll, als wenn man das immer dabei hat. Dann haben wir hier die Steine. Die Steine finde ich auch immer richtig cool. Die sind nämlich immer in Druckverschlussbeuteln und was bei Karat Art echt auch immer sehr gut ist, dass wir die nummeriert haben von 1 bis. Wir haben sogar eine laufende Nummer drauf und die DMC-Nummer. Kein Symbol, aber wer aus Druckverschlussbeutel painten möchte, für den sind die Tütchen auf jeden Fall was, denn die sind ein bisschen dicker als so diese ganz, ganz dünnen Tütchen, die ihr sonst schon mal als Beipackung dazu bekommt bei einem Toolkit. Und ihr habt hier immer noch ein bisschen Platz, um euer Symbol drauf zu malen. Natürlich ist Malen jetzt nicht so optimal, aber könntet ihr machen, wenn ihr die Sticker für was anderes aufheben wollt. Ich gucke mal gerade, wo die Sticker drin sind, denn wie auch sonst bekommt ihr natürlich auch Sticker. Ihr könnt natürlich auch die Sticker nehmen und hier die draufkleben. Na, auf die Tütchen. Aber wenn ihr euch nicht sicher seid, passt das mit den Druckverschlussbeuteln oder wollt ihr die doch wieder irgendwann anders umsortieren? Wenn ihr euch nicht sicher seid und es vielleicht das erste Mal ausprobiert, dann gebe ich euch den Tipp mit, malt euch die Symbole drauf, weil so schwer sind die Symbole in der Regel nicht. Und wenn ihr feststellt,
das aus Druckverschlussbeuteln painten doch nichts für euch ist, dann könnt ihr die Sticker halt immer noch nutzen. Und wenn ihr euch sicher seid, dann nutzt einfach die Sticker, ist dann halt am einfachsten. Einfach die Tütchen durchgehen und dann die ganzen Sticker hier runterlösen und draufkleben. Das Bild ist bei, das heißt Mulan und ist vom Künstler, von einer Künstlerin. Ich würde sagen, das ist eine Künstlerin, Maud. Könnte ein Frauenname sein, ein französischer, ich bin mir aber nicht sicher. Ich weiß auch nicht, wie man den Nachnamen ausspricht. Ich hatte nie Französisch in der Schule. Ich bin lost in dem Thema. Ich bin da verloren. Ich habe keine Ahnung. Tut mir leid. Was soll ich euch sagen? Es sind auf jeden Fall eckige Steine. 51 x 68 ist die Größe. Wir haben da noch die Nummer drauf. Falls ihr irgendwie das Bild sucht oder irgendwie noch nachbestellen wollt, dann kann man das auch Karatart mitgeben und sagen, ich habe im Video gesehen, die Nummer ist so und so. Habt ihr das und wie heißt das? Wenn man sich nicht mehr sicher ist, wie es heißt. Aber das ist eigentlich schon relativ einfach, nach Mulan einfach suchen. Ich glaube, man müsste die danach auch finden können. Wir haben 56 Farben. Davon 1, 2, 3 AB-Farben. Ich weiß nicht, was das dazwischen heißt. Und dann da drüben auch. Ich habe es schon wieder vergessen. Ich hatte letztens mal ein Bild, wo auch alle drei verschiedene Farben waren. Mit Fairy Dust, glaube ich. Und Metallic. Aber ich weiß nicht mehr, was heißt. Werden wir gleich sehen. Erkläre ich euch in dem Bild. Also wir haben auf jeden Fall noch mehr Sondersteine. Wir haben noch mal dreimal Sondersteine mit ND. Und einmal ein mit JS028. Das könnte eventuell Metallic sein oder Jelly Fairy Dust. Ich weiß es nicht. Wir schauen gleich mal. Die Sticker, die hier unten runter sind, die könnt ihr natürlich auch weiterverwenden. Könnt ihr normal beschreiben. Wenn ihr einen nassen Stift habt, zum Beispiel einen Filzschreiber oder so, dann lasst es gut antrocknen und dann passt das auch. Hier sind nochmal die Social Media Kanäle drauf von Karat Art. Und wir schauen uns jetzt mal das Bild an. Also die Legende habe ich euch gezeigt. Steine schon mal per se so ein bisschen. Ich muss das mal kurz sauber machen. Also einmal sauber gemacht. Ich wurde vom 3D-Drucker geknutscht. Den habe ich tatsächlich nämlich noch angestellt, bevor ich jetzt hier angefangen habe, das Video für euch zu drehen. Und ja, das ist komisch. Habe ich vorher gar nicht gesehen. Aber jetzt ist es wieder schön sauber. Ich bin aufs Bild gespannt. Ich bin gespannt. Das Bild ist richtig, richtig cool. Und ich rolle euch das jetzt mal auf. Oh, ich sehe schon. Oh, wie cool. Guckt mal, da ist der Drache. Das ist das, was ich meine. Mulan mit dem Drachen. Sieht so cool aus. Richtig, richtig cool. Hier unten kommt noch ein bisschen was drunter. Ich schau mal, ob ich euch gleich das mal komplett aufnehmen kann. Ich hole mal kurz die Kamera vom Stativ runter und zeige euch das mal im Ganzen. Es ist nicht schön, aber selten. Ich muss euch das mal leider quer zeigen, weil hochkant kriege ich es leider nicht auf die Kamera. Vergesst es. Aber ist das nicht cool? Das sieht doch so, so unfassbar schön aus. Auch mit diesen Haarstrukturen hier. Dann kommt hier der Drache da raus mit der Blüte im Haar. Ah, es ist so, so cool. Wirklich richtig, richtig schön. Hier der Umhang noch, der so ein bisschen weht. Ja, also gefällt mir richtig gut. Und der Drache ist wunderschön. Ich fahre jetzt mal kurz ran. Richtig, richtig cool. Wir gucken uns gleich aber nochmal den Druck an. Das zeige ich euch gleich, wenn mein Handy wieder auf dem Stativ liegt. So, da geht es nämlich weiter. Mit dem Druck, den kann ich euch zeigen. Der ist nämlich wieder wie immer wundervoll. Und ja, sehr, sehr cool. Also, ach, ich finde dieses Bild toll. Ich finde dieses Bild echt wunderschön. Hier, wartet mal, ich gehe mal hier unten noch. Hier kann ich euch auch noch mal ein bisschen Druck zeigen. Der ist wirklich super, super gut. Übrigens, ne? Was ich noch sagen kann, wenn ihr Bock auf dieses Bild habt, ihr könnt auf jeden Fall immer 10% sparen, wenn ihr den Gutscheincode JaninX nehmt. Aber mittlerweile, ich glaube, ihr wisst es auch. Also wenn ihr Geld sparen wollt und mich auch noch ein bisschen supporten wollt, dann dürft ihr gerne meinen Gutscheincode benutzen. Ansonsten dürft ihr auch jeden anderen Gutscheincode von den anderen Creatoren benutzen. Das ist euch völlig freigestellt. Aber ich würde mich halt da schon freuen, wenn ihr dann meinen benutzt. Ansonsten, wie gesagt, das Bild ist unten verlinkt. Dann könnt ihr direkt draufklicken. Dann müsst ihr das Bild nicht bei Karat Art suchen, sondern könnt da direkt draufhüpfen, wenn ihr Lust drauf habt. Wunderschönes Bild. Richtig schön, richtig schön. 56 Farben. Und jetzt bin ich mal gespannt, wo wir hier Sondersteine haben. Da bin ich jetzt richtig gespannt. Wir gucken mal.
Mach mal die Steine auf. Wir haben auf jeden Fall Hartsteine. Das ist immer bei den Künstlerkollektionen so. Und die sind wirklich super, die Steine. Und wenn ihr wissen wollt, wie und was, ich habe auf jeden Fall schon fertige Karatartbilder. Schaut mal in der Playlist von den Reviews nach. Dort könnt ihr sehen, wie die Bilder fertig auch aussehen. Ich habe zwar noch nicht viele fertig gepaintet von Karatart, glaube ich, erst so 1, 2, 3 Stück. Aber die sind wirklich, wirklich gut. Kann ich euch wirklich nur ins Herz legen, wenn euch ein Motiv gefällt, greift zu. Wenn die ausverkauft sind, dauert es eine ganze Weile, bis die wieder nachkommen. Aber es gibt dann immer noch so einen kleinen Restock. In der Regel von den Bildern, die kommen dann irgendwann nochmal nach. Aber auch ja, die Bilder müssen halt auch immer erst produziert werden und so weiter und so fort. Deswegen, wenn euch was gefällt, schnappt es euch. Und wie gesagt, ihr könnt mit dem Gutscheincode halt auch immer direkt 10% sparen, ohne Wenn und Aber. Und ich denke, das ist okay. Ihr braucht bei Karatart nie den vollen Preis bezahlen. Und das ist eigentlich super. Also wir haben hier auf jeden Fall Fairy Dust Steine. ND sind Fairy Dust Steine. Irgendwann merke ich mir das auch nochmal. Genau, die JS waren Metallic Steine. Das sind so richtig schön rote Metallic Steine. Richtig cool übrigens. Und wir haben noch ein paar AB Steine. In weiß, in so einem dunklen Blau und in so einem, ja, das ist kein, das ist so ein, ich weiß nicht, wie ich die Farbe nennen soll, die 961. Das ist kein Rot, das ist kein richtiges Rot, das ist kein richtiges Pink, das ist so ein Rot-Pink-Grau. Beige. Nee, beige ist es nicht, aber ihr seht die Farbe. Also es ist, ich weiß nicht, was ist das für eine Farbe? Wie nennt man diese Farbe? Ich könnte jetzt natürlich in die auf die Seite reingucken, wie diese Farbe jetzt direkt heißt. Aber ich habe keine Ahnung. Also ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Ich weiß nicht, wie ich diese Farbe auf Deutsch beschreiben soll. Vielleicht habt ihr eine Idee, wie heißt diese Farbe? Manchmal hellblau, rot, das ist so ein Pfirsichfarben, orange. Ja, okay. Aber wie heißt diese Farbe? Es ist nicht wirklich richtig rot. Das ist so ein Alt, so ein dunkleres Altrosa, sowas in der Richtung. Egal, wir schauen einfach mal. Also, weiß ist ja jetzt nicht schwer zu erkennen. Weiß ist auf jeden Fall hier im Hintergrund. Das ist richtig geil. Wir haben hier so Wirbel. Könnt ihr die sehen? Wir haben hier so Wirbel im Bild. Und die sind mit den AB-Steinen gemacht. Das ist ja richtig geil. Fein. Das ist ja richtig, richtig cool. Das finde ich richtig toll. Also diese Wirbel im Hintergrund haben mit AB-Steinen. Das ist ja richtig nice. Das finde ich richtig schön. Das gefällt mir auf jeden Fall richtig gut. Bin ich auch sehr fein mit. Und auch hier diese Punkte in den Haaren, die sind auch mit den AB-Steinen. Und im Auge haben wir noch ein paar AB-Steine. Weiße. Oder? Ja. Hier oben beim Drachen noch und in den Drachenauge haben wir noch ein bisschen weiße AB-Steine. Und hier vorne bei den Zähnen, die sind auch AB. Und hier haben wir natürlich in den Wölkchen sind auch noch mal ein paar AB-Steine eingebaut, so als Wirbel, so in diesen Wolkenwirbeln. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Also von dem Drachen, der haucht ja. Und in diesen Wirbeln sind auch AB-Steine drin. Bin ich sehr gespannt, wie das rauskommt. Aber die Verteilung gefällt mir auf jeden Fall schon sehr. Oh, ich sehe gerade hier in den Blüten. In diesen Blüten sind auch noch weiße AB-Steine drin. Deswegen haben wir auch relativ viele. Aber finde ich richtig gut. Also die Verteilung gefällt mir auf jeden Fall schon sehr. Dann haben wir diese blauen AB-Steine. Das ist so ein Peak. Oh, und da muss ich suchen. Oh, das Peak muss ich suchen. Wartet, wartet, wartet. Ich sag's euch gleich, wenn ich es gefunden habe, wo das Peak drin sitzt. Tatsächlich, wenn ihr das selber seht, ihr könnt ja dann von oben drauf gucken. Bei mir ist das so, ich muss immer so ein bisschen von vorne gucken, wo denn dieses Peak ist. Peak? Wo ist das Peak-Symbol? Oh. Symbole suchen ist super, wenn man nicht weiß, wo das Peak ist. Ich finde das Peak gerade nicht. Hä? Wartet, das kann das eventuell in den Haaren irgendwo? Nee. Nee. Ah, doch, wartet, hier unten. Ich gucke hier oben nochmal. Also hier, so ein bisschen in den Haaren, an den Seiten ist das Peak drin.
Aber nicht viel, nur so ein bisschen. Hier so lang. So an der Haarsträhne, die ja, so hinten so verläuft. Und hier unten ist so ein bisschen Peak. Aber nicht viel. Tatsächlich echt nicht viel. Aber finde ich dezent, finde ich aber okay. So, dann haben wir das P, das russische P. Das ist kein N. Auf Deutsch würde man sagen, es ist ein N, aber es ist das russische P. Gucken wir mal, die 961. Kyrillische Buchstaben sind immer super, aber für mich tatsächlich echt kein Problem, die zu lesen. Aber es ist immer super. Also gerade wenn man anfängt, die kyrillischen Buchstaben zu lesen und dann sieht man das und dann denkt es ist ein N. Nein, es ist ein P in Russland. Also in Kyrillisch ist es ein P und kein N. Und es sieht halt auch ein bisschen anders aus als ein kleines N. Also ein bisschen anders. Also man kann das gut auseinanderhalten. Aber wir haben auch kein kleines N. Deswegen ist das auch überhaupt kein Problem, die da irgendwie auseinanderzuhalten. So, wir schauen mal. Wir suchen das P. Also wir haben das hier unten. Also das Deutsche für Deutschland, für uns Deutsche und N. Ja, da wollte er ein Update machen. Ich muss unbedingt, bevor ich das nächste Video drehe, wieder das Update machen. Ich weiß nicht, wo wir gewesen sind. Ich habe mich auf jeden Fall vertan mit dem Pi und dem N. Also wir haben das hier unten ein bisschen drin. Hier ist es ein bisschen drin und hier an der Seite ist es ein bisschen drin. Das N, N. Hier in den Blumen ist es auf jeden Fall auch drin. Und auch hier beim Drachen. Also hier rundherum beim Drachen geht es so ein bisschen hoch. Und auch hier oben im Drachen sind die verteilt drin. Im Gesicht nicht. Und hier auf der Seite auch nicht. Also hier hauptsächlich hier in den Blumen und auch den Drachen komplett hoch. Finde ich cool. Ah, da bin ich da, da freue ich mich schon drauf. Gerade beim Drachen kommt es mit Sicherheit richtig geil raus. Ich lieb's. Oh, und jetzt kommt meine Lieblingsfarbe bei den Austauschsteinchen, und zwar Metallicsteine in Rot. Rote Metallicsteine. Wir haben diese Wellenform. Hier, dieses Zeichen. Wartet. Dieses Zeichen hier brauchen wir jetzt. Dieses. So, und dann muss ich mal gucken, wo wir das haben. Es ist wieder eine Sucherei. Suchen wir. Es ist halt tatsächlich echt nicht einfach, immer diese Sachen zu finden. Wo sind sie denn? Na? Mila würde jetzt direkt sagen, da, guck doch da, da sind sie doch da. Und ich denke mir nur so, wo? Wo? Ey Leute, ich finde die nicht. Doch, ich sehe sie. Sind dies die? Ja, die sind im Drachen. Im Drachen sind die Steine. Und zwar hier immer so zwischendurch drin sind die Steine. Also die sind im Drachen. Metallicsteine sind im Drachen, genau wie die AB-Steine. Also ein cooles Zusammenspiel. Also die beiden sind dann so im Drachen zu finden. Richtig cool. Dann haben wir Fairy Dust Steine. Schauen wir nochmal. Wir haben Fairy Dust Steine in der 758. Das ist so ein, ja, so ein Pfirsichton. Das ist ein Pfundzeichen. Jetzt wird es wieder lustig. Wo haben wir das Pfundzeichen? Unten haben wir das ein bisschen. Und hier in der Seite drin. Also beim hinter dem Drachen quasi hier haben wir das Pfundzeichen drin. Und es ist auch ein bisschen hier in dem Drachen selber, also auf der Bauchunterseite. Finde ich aber cool. Finde ich auch cool. Das heißt, der Drache wird richtig schön mit Sonderstein. Yeah, hat auf jeden Fall was. So, gucken wir mal die 608. Das ist ja so eigentlich, 608 ist ja eigentlich ein Rotton. Das ist hier mehr Orange, macht aber gar nichts. Manchmal weichen die Farben halt leider ein bisschen ab. Gucken wir mal. Haben wir die 608 im Normalgebrauch? Nein, wir haben also keine 608 als normale Farbe. Das heißt, wir werden uns da auch nicht bekriegen. Das ist jetzt so Runde mit einem Punkt. Und auch die sind jetzt hier drin. Oh, ich glaube aber, das wird ein bisschen sehr orangelastig. Weil eigentlich sind das mehr Rottöne. Und diese Farbe ist schon sehr, sehr orange. Muss man aber gepainted aus gucken. Vielleicht sieht das ja auch richtig geil aus, weil wir da diese orangenen Stellen drin haben. Aber ich weiß nicht, ob das richtig ist, weil normalerweise ist
die 608 eher einen Rotton. Wartet mal, ich zeige euch das mal. Oder ich täusche mich jetzt ganz arg. Wartet, ich guck nochmal nach. Es gibt ja so eine schöne App, die heißt so FlossTube, da wo man so seine Flosskolor, die ist richtig, richtig gut. Wenn man sich nicht sicher ist, was und wie, welche Farbe. Nee, tatsächlich, 608 ist ein gebranntes Orange, also passt von der vom Farbton, doch, es passt. Ich war bei den 600er Farben, schaut mal. Wir sind nämlich hier tatsächlich so richtig relativ pink unterwegs und dann kommt die 606 und die 608 mit einem Rot- bzw. Orangeton. Das hat mich jetzt ein bisschen verwirrt. Aber nee, passt. Ich bin mal gespannt, wie das dann aussieht, weil es kann natürlich auch täuschen und dass wir auch hier etwas orangene Töne drin haben. Allerdings ist der Farbton, der hier gedruckt ist, ist eher ein dunkleres Rot. Aber das ist okay. Wartet mal, wir schauen mal. Achso, ich wollte euch noch, dann gucken wir die letzte Fairy-Dust-Farbe, dann gucken wir mal die Steine an. Das ist das Smiley-Gesicht, das haben wir auf jeden Fall hier. Hier haben wir Fairy-Dust, lauter Fairy-Dust-Steine hier. Die sind hier drin. Ja, auch fast ausschließlich hier. In dem Bereich haben wir die Fairy-Dust-Steine. In dem schönen Blau. Und das ist tatsächlich super, super gut gewählt, weil die Fairy-Dust-Steine, die sehen halt sehr, sehr natürlich aus vom Farbton. Die passen sehr, sehr gut zum normalen Farbton. Und man sieht diese Beschichtung nur ganz leicht, beziehungsweise wenn die Sonne so ein bisschen drauf scheint, dann sieht man diese Silberflecken, Silberelemente, also diese ganz feinen Pünktchen, die sieht man dann so ein bisschen glitzern. Hier schauen wir mal, ich möchte gerne mal wissen, was wir da für Farben haben. Weil, wenn ihr euch das anschaut, aber das ist das Ding, das heißt halt lange nichts, ne? Also hier sind wir sehr rotlastig unterwegs, das ist halt so ein Orange. Aber das ist, der Druck hat nichts darüber zu sagen, wie es hinterher direkt aussieht. Weil ich kann auch einen komplett andersfarbigen Druck haben. Das Ergebnis hinterher ist trotzdem fantastisch. Und bei Karatart habe ich bisher noch keine Enttäuschung gehabt. Ich schaue mal kurz, was wir hier an Farben brauchen. Also wir brauchen das die Sonderfarbe. Wir brauchen die 608. Wir brauchen das Pi. Das Pi haben wir, was ist das für eine Farbe? Die 28. Also ihr könnt auch nochmal schön die Farbe sehen. Wir sind jetzt schon relativ bunt unterwegs. Und die Farben jetzt zu finden, ist tatsächlich gar nicht schwer, weil die halt nummeriert sind. Ja, aber schaut mal, die 28 ist ein dunkles Orange. Ein richtig schön dunkles Orange. Das heißt, es passt schon. Was haben wir denn da noch? Wir haben noch die 37. Ja, es sieht halt, der Drache ist schon ein bisschen rot-pink-lastig. Passt aber für mich völlig. Was haben wir denn da noch? Das MP. Die 900. Nee. Die 18. Und noch so ein dunkleres Rot. Also, das passt schon. Das passt schon. Also es sieht halt nur auf dem Druck, also die Farben passen tatsächlich eher schon mehr Richtung Hintergrundfarbe, die gedruckt ist. Diese fällt ein bisschen aus dem Rahmen raus, aber das ist okay. Ja, also deswegen guckt immer mal, wie es hinterher aussieht. Man darf sich nie von dem Druck beeinflussen lassen. Das mache ich tatsächlich auch hin und wieder mal, wo ich mir dann denke, so, passt das überhaupt? Was ich dann immer ganz gerne mache, ist mir einfach mal die Farben raussuchen und dann gucken. Ja, das Orange sticht schon raus, aber wenn der Drache auch orangefarbene Schuppen hat, ist das völlig okay. Ich glaube, dass das einen richtig coolen Effekt hinterher gibt. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das mit dem Drachen aussehen könnte. Richtig cool, aber ich mag es. Ich finde ja dieses... Ach, ich liebe das mit dem Drachen. Ich finde das jetzt schon toll und am liebsten würde ich auch schon fertig haben. Können wir mal schnipsen und das ist fertig, bitte? Schön. Aber also gefällt mir sehr, sehr gut. Also ich finde, ich bin tatsächlich gespannt, wie dieser Rücken dann rauskommt zu dem Drachenkopf oben hin. Ich glaube, das ist relativ unspektakulär hier, das in der Bauchpartie. Aber hier bin ich gespannt, das wird leuchten ohne Ende, weil schaut euch mal diese Leuchtfarben an, ja. Auch dieses Rot ist eigentlich
kein spektakuläres Rot, aber das ist so schön von der Farbe her. Das ist so ein richtig schönes Rotbraun. Das ist ja jetzt eher mehr so ein dunkles Rot, so ein Bordeaux-Rot. Und das ist eher so ein Rotbraun. Dann haben wir noch so ein bisschen Pink da drin, ein bisschen Orange. Dann die AB-Farbe noch dabei. Ich glaube, das sieht richtig geil aus. Ich kann mir das richtig, richtig gut vorstellen. Auch wenn es ein bisschen komisch auf dem Anfang wirkt, weil wir da so wirklich so ganz verschiedene Farbkonstellationen drin haben. Aber ja, doch, kann ich mir schon gut vorstellen. Kann ich mir schon gut vorstellen. Ich bin gespannt. Ich würde es euch gerne fertig zeigen oder so angepaintet, aber das ist halt echt schwierig, weil nur diese Stellen hochpainten ist ein bisschen schwierig. Vielleicht kriegen wir ja noch mal ein Event mit Drachen, Drachen-Event. Vielleicht macht ja dieses Jahr noch irgendwo einer ein Drachen-Event. Und dann wäre es auf jeden Fall eins der Bilder, die ich in Erwägung ziehen würde. Und wenn es nur anzupainten ist im Drachen-Event und dann euch auch mal zu zeigen, wie das mit dem Drachen aussieht. Richtig cool. Mag ich total. Auch das Gesicht, das kommt so gut raus, ne? Zumindest auf dem Vordruck jetzt erstmal schon gepainted. Muss man dann sehen, ob das alles passt. Aber das sieht schon richtig, richtig gut aus. Gefällt mir auf jeden Fall gut. Auch mit den Haaren hier. Mit diesen Strukturen. Dass man diese Haarstrukturen erkennt. Damit man es auch als Haare erkennt. Es ist halt nicht einfach nur eine Fläche, die dann ausgefüllt werden muss. Sondern man sieht halt auch schon so diese Haare dann da so als Strähnen. Richtig cool. Ich find's mega, das Bild. Ihr wisst, ich bin kein Mensch, der gerne so Personen paintet. Aber ich habe auch zuerst das Gesicht gedacht und gesehen und habe gedacht, so, naja, ja, okay, ne? Und dann habe ich gesehen, hey, die hat einen Drache auf dem Kopf. Ey, wie geil ist das denn? Wie geil passt das denn bitte zusammen? Und ich so, jawohl, will ich. Mag ich, will ich, mach ich. Richtig cool. Ich liebe dieses Bild. Also, wunderschön. Und ich hoffe, bitte inständig, kann bitte dieses Jahr irgendjemand ein Drachen-Event organisieren? Ich bin dabei. Ich mache ja nicht bei vielen Events mit, aber Drachen-Event wäre ich tatsächlich echt dabei. Bitte, 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 mach das. Wir messen gleich nochmal das Bild aus, denn ich habe nämlich erfahren, dass die Bilder jetzt noch besser von den Maßen her zu dem passen, was ausgeschrieben wurde. Und da schauen wir mal. Wir nehmen unser Maßband hier, unser schickes pinkfarbenes Maßband. Wir brauchen eine Breite von 51, glaube ich. Ja, 51 brauchen wir. Und wir haben 51 cm. Und wir brauchen eine Länge von 68 cm. Wartet. Es wird ein bisschen schwierig hier gerade. Und wir haben sogar mehr. Mila, das ist mehr. Das ist beschiss. Also, wir sind tatsächlich größer. Wir haben eine höhere. Also, wir sind ein bisschen länger als 68. Wir sind bei 68,6 cm. Also, wir haben einen halben Zentimeter drüber. Wenn ihr sagt, ja, jetzt habe ich aber schon einen Bilderrahmen. Also, messt euch bitte die Bilder aus, wenn ihr einen Bilderrahmen bestellt. Oder euch eine Leinwand organisiert, dass ihr auch passend dazu was organisiert. Das Bild ist jetzt tatsächlich ein bisschen länger. Wenn ihr sagt, Mist, ich habe jetzt schon, weiß ich nicht, ein Bild da und ich habe jetzt genau die Größe bestellt und ihr habt ein Bild, was länger ist, ist das ja gar kein Problem. Dann schneidet euch unten einfach den halben Zentimeter ab. Das sind zwei Reihen ungefähr und dann passt das. Eventuell noch eine dritte Reihe, wenn ihr das ganz passend haben wollt. Ansonsten habt ihr so einen Millimeter zu viel. Dann nehmt halt drei Reihen weg. Dann habt ihr 7,5 mm weg. Und dann kriegt ihr das auch definitiv passend in einem Bilderrahmen, wenn ihr den schon irgendwie bestellt habt. Bei den Bildern in der Vergangenheit war es aber so, dass die eher so ein bisschen kleiner waren als das, was drauf gestanden hat. Das ist ein bisschen größer als das, was draufsteht. Finde ich jetzt aber gar nicht schlimm. Ihr müsst es nur wissen. Also, wenn ihr einen Bilderrahmen bestellt, ist es eigentlich empfehlenswert, das zu bestellen, wenn ihr fertig seid mit dem Bild. Da könnt ihr das Bild nochmal in Ruhe ausmessen, könnt nochmal genau nachchecken, passt das oder passt das nicht. So, haben wir jetzt auch erledigt. Also, es ist ein bisschen länger. Die Breite passt, aber die Länge ist ein bisschen länger. Genau. So, ihr kriegt sogar noch ein bisschen mehr fürs Geld. Ha. Könnt noch zwei, drei Reihen länger mehr pendeln, als dass es angegeben ist. Wenn das nichts ist, dann weiß ich es auch nicht. Gefällt mir auf jeden Fall gut. Oh, ich liebe dieses Bild. Ich finde es toll. Ich würde am liebsten alle Bilder anpainten, aber ich kann nicht so viel anpainten.
Nee, das geht nicht. Mila, was machst du nur mit mir? Hier im Auge ist viel Konfetti. Ansonsten haben wir einen Mix aus Konfetti und Color Blocking. Im Gesicht ist viel einheitliche Farbe. Also wir haben ja immer mal so Color Blocking drin. Auch hier draußen haben wir Color Blocking. Hier beim Drachen haben wir viel Konfetti. Ja, dafür haben wir jetzt hier unten wieder Color Blocking. Also das ist tatsächlich ein Mix aus beidem. Wer jetzt sagt, oh, ich liebe die Abwechslung, ich mag lieber Konfetti als Color Blocking. Color Blocking ist gar nicht meins. Ja, muss ich das überlegen, aber ihr habt hier beides. Also ihr habt ein bisschen Color Blocking, ja, aber ihr habt natürlich auch ein bisschen Konfetti. Also gerade hier die Strähnen, die sind halt, hier diese feinen Linien, die sind halt alles Konfetti. Dazwischen haben wir Color Blocking. Ihr könnt aber super, 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 super Mehrfachaufsetzer diese Color Blocking kleben. Also bei Karate Art geht das wunderbar. Ihr könnt wirklich einen schmalen Viereraufsetzer nehmen oder diese schmalen Mehrfachaufsetzer und damit auch tatsächlich dann euer Color Blocking wegkleben. Das geht super easy und super schnell. Und die Steine und die Leinwand geben das auch her. Ich habe die Erfahrung auch schon gemacht und das geht wunderbar. Also macht euch da bitte keine Sorgen. Das funktioniert. Ihr werdet dann auch sehen, wie schnell und wie gut das geht. Es ist ein bisschen Übungssache, ja, weiß ich. Aber es funktioniert. Wer von euch klebt gar nicht mit einem Mehrfachaufsetzer? Gibt es da welche unter euch, die wirklich Stein für Stein setzen und die sich gar nicht an einem Mehrfachaufsetzer trauen? Oder sagt ihr, ja, ich hatte bisher noch nicht so viel Übung? Prinzipiell vielleicht schon, aber ich habe eh immer so viel Konfetti, dass sich das gar nicht lohnt mit einem Mehrfachaufsetzer. Oder sagt ihr, ich bin absoluter Team Mehrfachaufsetzer und ich liebe es, mit einem Mehrfachaufsetzer zu setzen. Ich persönlich bin auch Team Mehrfachaufsetzer, allerdings liebe ich es, mit dem Vierer zu setzen, weil die Vierer sind so gut. Da kannst du Zweier, Dreier und Vierer mitsetzen. Und das, ich finde, die Viereraufsetzer sind so Multi-Aufsetzer, die man eigentlich per se immer irgendwo im Stift haben muss. Also das ist für mich tatsächlich super, weil gerade diese, kennt ihr das, wenn man ganz viele Zweierfelder setzen muss und dann so denkt sich so, okay, alle einzeln setzen, nee, dann hole ich mir meinen Viereraufsetzer drauf, pick mir immer zwei auf und dann nehme ich zwei, 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 zwei und zack, sind die ganzen Sachen gesetzt. Geht super. Also ich finde die Viereraufsätze die besten Aufsetzer, die sind, haben nicht zu viel und nicht zu wenig, du kannst dann mit zwei, drei und vier setzen, perfekt, und dann auf der anderen Seite ein Einser und schon ist die Welt für mich zumindest super. Aber ich weiß, dass es einige von euch gibt, die sagen so, oh, bitte komm mir nicht mehr mit Mehrfachaufsetzer. Ich setze alles schön einzeln. Aber es ist auch okay. Jedem das seine und euch muss das Hobby Spaß machen. Und es ist auch völlig okay, wenn ihr nur mit dem Einser setzt. Und es ist auch völlig okay, wenn ihr Konfetti hast. Und es ist auch völlig okay, wenn ihr Color Blocking hast. Es ist für jeden immer irgendwo dabei. Ne? Also von daher, ja. Oh, ich liebe das. Ich liebe den Drachen. Der ist so schön. Den Tina Drachen. Komm her. Das Bild ist ein bisschen widerspenstig. Wir haben übrigens eine abgesteppte Leinwand und eine Flauschleinwand. Die ist aber allerdings, die hat einen festeren Flausch. Die ist nicht so ganz flauschig, die hat einen festeren Flausch. Aber ich weiß immer noch nicht, wie man diese Flauschleinwände am besten auf irgendeinem Untergrund befestigt. Also wenn da einer von euch eine Idee hat. Ich habe nämlich in meinem letzten Video gefragt, in einer meiner letzten Videos, wie man am besten diese Flauschleinwände befestigt, wenn ihr die Bilder aufklebt. Also wenn ihr die wirklich irgendwo auf eine Platte oder eine Leinwand befestigt, wie befestigt ihr die? Mit Kleber, mit Klebeband, mit irgendwas? Und was hält am besten und wie funktioniert es am besten? Das ist nicht eine Frage, die nur ich mich stelle, sondern auch viele von euch beschäftigen. Also wer da gute Ideen hat und eventuell auch schon Erfahrungen mitgemacht hat und sagt, ich habe das benutzt, um das dahin zu kleben, schreibt es mir bitte gerne unter das Video. Und dann kann ich das auch vielleicht mal weitergeben als Tipps und Tricks, was ich denn von euch habe. Und dann kann ich das auch mal so ein bisschen breiter treten, damit das alle wissen, wie man die Sachen am besten befestigt. Aber ich glaube, es kommt auch ein bisschen drauf an, was man für eine Leinwand hat und wie die Flausch auch beschaffen ist. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir da tatsächlich nicht sicher. Ich habe bisher nur Leinwände geklebt, die keine Flauschewand hinten hatten. Beziehungsweise habe nur Sachen geklebt, die auf Papier beziehungsweise laminiert waren. Also Flauschleinwände habe ich persönlich noch nicht geklebt. Deswegen, ich kann dazu nicht sagen, wie man die am besten befestigt. Ich bin da tatsächlich raus. Deswegen, eure Meinung und eure Tipps sind gefragt. Oh, ich finde es so schön. Ich finde es so schön. Ich würde es am liebsten anfangen, aber kann ich nicht.
Ich kann es nicht. Ich kann es nicht. Ich kann das Bild nicht anfangen. Also bitte, bitte, kann bitte jemand ein Drachen-Event hosten und auf die Beine stellen? Ich bin dabei. Ich melde mich an. Freiwillig. Und dann würde ich auch das Bild anpainten. Also zumindest, glaube ich, würde ich den Drachen dann erstmal painten. So, so ringsrum den Drachen und mal gucken, wie der rauskommt. Ach, wäre ich sehr dafür. Ihr Lieben, das war's schon von mir. Dankeschön fürs Zuschauen. Es hat mir wieder sehr viel Freude gemacht. Danke an Karat Art für das Bild. Es ist ein sehr, 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 sehr schönes Bild. Wirklich sehr, sehr schön. Und ich finde es super. Ich finde es echt schön. Auch diese drei verschiedenen Steinchenarten. Für mich super gut ausgetauscht. Kann ich gar nichts anderes sagen. Wenn ihr zum Beispiel noch was habt, hier zum Beispiel Steinchen, könntet ihr in der Blume vielleicht auch noch ein paar Steinchen austauschen, wenn ihr wollt. So ein paar, wenn ihr im Stash noch irgendwas habt, zum Beispiel die 436, die könnte man hier in den Blumen noch austauschen. Lohnt sich für Karat Art nicht, für 5 Steine da irgendwas auszutauschen. Aber wenn ihr die noch im Stash habt, könnt ihr die halt auch austauschen hier in den Blumen. Die 436 gibt es als AB-Farbe. Dann kann man die hier schön noch austauschen und habt ihr doch in der Blumenmitte noch ein bisschen was, womit ihr spielen könnt. Ja, ansonsten ist es ein sehr, sehr schönes Bild. Wirklich sehr, sehr cool. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und auch gut ausgetauscht. Finde ich prima. Ihr Lieben, das war es jetzt wirklich von mir. Bevor ich hier euch noch weiter um Kopf und Kragen rede und um mich um Kopf und Kragen rede, würde ich mich jetzt von euch verabschieden. Ich wünsche euch noch ein ganz, ganz tolles Wochenende, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Einen ganz, ganz tollen restlichen Tag, wann immer ihr das Video schaut. Es kommt ja schon am Donnerstag. Aber vielleicht seht ihr es auch später. Ansonsten wünsche ich euch einen super schönen Start ins Wochenende. Einen ganz entspannten Freitag. Genießt die Zeit. Lasst es euch gut gehen. Habt Spaß bei dem, was ihr auch immer tut. Bleibt gesund. Horido und fette Beute. Ja, Horido und fette Beute vor allen Dingen. Lasst es euch gut gehen. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.